Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute werden wir uns gemeinsam solche Regenbogenfingernägel machen. Die werde ich mit einem Schwamm auftupfen und natürlich auch ganz viele verschiedene Farben Nagellack verwenden. Wie ich das gemacht habe und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Für unsere Regenbogennägel brauchen wir lilanen, blauen, grünen, gelben und roten Nagellack sowie ein kleines Schwämmchen. Zusätzlich brauchen wir weißen Unterlack. Meine Nägel sind jetzt schon weiß lackiert und deshalb müssen wir im Prinzip nur diese Regenbogenfarben auf den Schwamm tun und das Ganze dann auf unsere Nägel tupfen. Ich werde jetzt abwechselnd die Farbe auftragen. Also als erstes beginne ich mit Lila. Mein Daumennagel oder meine Fingernägel sind ja generell nicht ganz so lang wie dieser Schwamm hier. Man muss das relativ zügig machen, weil der Nagellack natürlich auch antrocknet. So sieht jetzt das Schwämmchen aus und das werde ich jetzt einfach mal hier auf meinen Daumen tupfen. So sieht das jetzt aus. Drei Finger habe ich schon mal. Hier ist natürlich die Farbe über die Ränder gelaufen, weil der Schwamm ein bisschen breiter war als meine Nägel. Der Effekt ist eigentlich ganz cool, nur die Farben sind ziemlich blass. Vor allem hier beim dritten Versuch sieht man es eigentlich fast gar nicht mehr. Ansonsten eigentlich ganz cool. Ich würde mir aber wünschen, dass die Farben ein bisschen deckender sind. Für die nächsten Nägel muss ich natürlich wieder eine neue Schicht Nagellack auf den Schwamm auftragen. Vielleicht bin ich diesmal sogar noch schneller, dass der Nagellack gar nicht erst richtig antrocknet. Das sind jetzt meine fertigen Regenbogennägel und die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem wie ich den Schwamm auf meine Nägel gedrückt habe. Manchmal habe ich den auch umgedreht oder so seitlich. Eigentlich ein ganz cooler Effekt. Schade ist nur, dass die Farbe nicht so kräftig ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und teilweise läuft die Farbe natürlich auch hier am Nagelbett entlang. Ich habe das jetzt hier etwas korrigiert und das Überschüssige an Farbe mit Nagellackentferner abgemacht, sodass nur die Nägel bunt geworden sind. Mir gefallen sie eigentlich richtig gut. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen ich am schönsten finde, den finde ich eigentlich ganz schön, weil da noch ein bisschen weiß durchschimmert. Und dann einen von den beiden, weil das Rot da richtig schön zur Geltung kommt. Also Regenbogennägel schnell gemacht mit einer Schwammtupftechnik. Vielleicht habt ihr Lust, das mal nachzumachen. Ihr könnt natürlich auch ganz viele andere Farben verwenden, als jetzt die, die ich verwendet habe. Da könnt ihr euch richtig austoben. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!